Ja, wenn wir jetzt von den rein chirurgischen Eingriffen einmal ausgehen, ist das Spektrum da dennoch sehr breit, angefangen bei ganz einfachen chirurgischen Eingriffen, wie das Entfernen von Zähnen, gewisse weichteilchirurgische Maßnahmen, bis hin zu komplexen operativen Weisheitszahnentfernungen, Entfernung von anderen verlagerten Zähnen, über Wurzelspitzenresektion, Zystenentfernung, bis hin zur komplexen Implantologie, also dem Setzen von Zahnimplantaten, bei Bedarf auch mit Aufbau des Knochens.